Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei einer sonntäglichen Minecraft Session. Ich bin ja in der letzten Folge, bin ich ja hier ins Dorf gegangen, um was zu machen. Mohrrüben, ich wollte mal gucken nach Mohrrüben und so. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe ja keine Hacke mit. Brauche ich da eine Hacke? Mohrrübe, ja. Kartoffeln? Nö. Samen nur. Mohrrübe. So, wir ernten mal ein paar Mohrrüben, dann können wir eventuell bei uns eine Schweinezucht aufbauen. Kartoffeln gibt es hier nicht, war nur Mohrrüben. Naja, ist egal. Und wir werden mal, damit die nicht ganz so... Damit die nicht ganz so alleine hier, also damit die Mohrrüben nicht ganz weg sind, machen wir hier noch ein paar Mohrrüben hin. Die restlichen nehmen wir aber mit, Leute. Ich habe auch keine Smaragde dabei, sonst hätte ich ein bisschen mit euch gehandelt. Keine Smaragde dabei, tut mir leid. Meine lieben Freunde. Ich werde hier bestimmt meine Dingsbums, eine Lorenzstrecke werde ich mal machen, die hierher führt. Habe ich mir überlegt, dann könnte ich die... Also eigentlich war es ein Tipp von Delfino. Dann könnte ich nämlich die Einwohner hierher kutschieren. So, wir werden mal wieder zurückkehren nach Hause. Ich weiß noch ja nicht genau, was der Plan heute ist. Ich wollte eigentlich ja nur Mohrrüben holen, glaube ich. Ich brauche unbedingt Eisen. Ich brauche mehr Eisen. Wenn ich wirklich anfange, eine Lorenzstrecke zu bauen, brauche ich Eisen. Wir können ja heute mal ins End gehen. Ne, nicht ins End, in Nether. Und zwar können wir dann ein Nether-Portal bauen und dann gehen wir mal heute in Nether. Was haltet ihr davon? Ja, Nether. Okay, alles klar, mache ich. Jetzt müssen wir aber jetzt erstmal hier wieder hochkommen. Und ich glaube, da oben ist irgendwo mein Home. My home is my castle. Glaube ich jedenfalls, weiß ich nicht. Ich habe ja Gott sei Dank die Minimap. Gott segne die Minimap. Gott Mojang. Ihr wisst ja alle, Gott Mojang ist ja der Minecraft-Gott. Wird es auch bleiben. Nicht Gott Microsoft, sondern Gott Mojang. Ja, Zwergenbinge, Zwergenbinge. So, was brauche ich? Was brauche ich? Was brauche ich? Was brauche ich? Warum ist denn da so ein Zaun? Ist das von mir? Ist doch nicht von mir, oder? Ach doch, das ist mein Dingsbums. Die Kühe haben sich noch nicht großartig vermehrt. Hält sich in Grenzen. Jo, wisst ihr, wir bauen heute ein Nether-Portal. Und dann gehen wir mal gucken im Nether, was da so los ist. Ihr könnt ja eine Lohenroute gebrauchen, dass ich mir einen Tranktisch, einen Trankstand bauen kann. Heute wird auch mal nicht gesungen. Glaube ich jedenfalls, weil die Musik ist irgendwie zu leise. Jedenfalls hier im Kopfhörer. Wobei, ich könnte die lauter machen, wa? Warte mal. Ich weiß nicht, ob das richtig abgemischt ist dann alles. Und ich brauche Eisen. Eigentlich brauche ich noch viel wichtiger Eisen, als in Nether zu gehen. Und für ein Nether-Portal würde ich ganz gerne auch wieder einen extra Raum bauen. Kommt jetzt für einen Song? Ich liebe diese Playlist-Geschichte. Oh, Mexikaner. Ja, Döner Falafel. Ach nee, das war ja nicht. Döner Falafel ist ja arabisch, hä? Hier, wir werden mal ganz schnell die Mohrrüben machen. Da muss ich aber mal schnell meine Grubber holen. Und dann können wir uns Mohrrüben machen. La 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 la. Machen wir mal hier. Ist ja nicht, wie viel brauche ich denn da? Mal kicken.
Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Es tut mir leid. Es war nicht richtig von mir. Ba, 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 ba. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Mohrrüben. Die können jetzt hier ruhig vor sich hin wachsen. Jo, um ein Nether-Portal zu bauen, müsste ich mir natürlich noch ein paar... Ich habe noch nicht mal ein Feuerzeug, wa? Ich könnte mir auch ein Feuerzeug mal bauen. Und mal gucken. Für ein Feuerzeug brauche ich, glaube ich, 2 Steine und... Ein Feuerstein, wa? So war das doch, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das war. Ach so, ich habe jetzt den Optifine. Das hat jetzt geklappt. Ich habe mir den Optifine installiert. Das sehen wir jetzt daran, dass die Wolken sind viel, viel schöner. Wir werden es auch nachher sehen dann mit der Sonne, wie die Sonne aussieht, wenn die untergeht und so weiter. Und wir haben jetzt hier so verbundene Texturen. Die Glasscheiben sind jetzt verbunden. Jo, das ist schon schick. Das ist schon schick. Hab alles auf optimal gestellt. Gut, der Unterschied ist für mich immer nicht so gigantisch. Ach, hier ist noch der Wegpunkt. Hab ich die ganze Zeit gewundert, warum es da so komisch leuchtet. So, jetzt machen wir schnell ein Feuerzeug. Und dann gucken wir mal, ob wir noch... Oder wie viel... das ist schon wieder falsch, war, oder? Nee, das war schon. Das ist schon Feuerzeug. Haha. wie viel wir noch brauchen an Obsidian. Oh, wir haben schon 7. Wie viel brauchen wir insgesamt? Warte mal, ich brauche 5 plus 5, 10, 11, 12, 13, 14 Obsidian. Ist das richtig? Kann es sein, dass ich 14 Obsidian brauche? Ja, wir gehen jetzt mal runter und holen ein bisschen Obsidian und dann gucken wir mal, dass wir in dieser Folge ein Nether-Portal hinbekommen. Und dann machen wir mal eine Nether-Tour. Ba, 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 ba. Ah ja, die Farben, doch, die sind ein bisschen anders. Das Licht ist ein bisschen anders, ein bisschen schöner als vorher. War das hier? Ba, 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 da, ba. Da muss ich ja wieder nach ganz unten. Oh nee, ey. Naja, machen wir mal. Hier haben wir ja unseren Wasserfahrstuhl. Ja? Ich hoffe mal, das funktioniert. Wasserfahrstuhl, Wasserfahrstuhl, wir fahren mit dem Wasserfahrstuhl nach ganz unten, ohne abzustürzen. Da, 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 da. Ah, und wir werden direkt zur Obsidianquelle geschwemmt. So, und dann hoffe ich mal, dass hier, dass da drunter kein Lava ist, sonst brauchen wir ja wieder ewig. Ja, da ist Lava drunter. Ist natürlich ungünstig, weil so kann ich die ja nicht einsammeln. Wie war denn das? Da musste man probieren mal gleich was. Ah, da ist ein Obsidian. Ups. Wollen wir uns mal holen. War das nicht so, dass man das so machen konnte, dass man hier Wasser so reinfüllt und dann müsste das doch funktionieren, wa? Mal gucken. Gucken wir mal. Ja, okay, es funktioniert. Gut, super. Dann werden wir jetzt mal fleißig Obsidian abbauen. Wir brauchen so 14 Stück, glaube ich. Hat ja eben ausgerechnet, wa? Wir haben oben noch 7. Ja, und theoretisch würde ich fast am liebsten noch einen eigenen... Das ist aber, was ich meine, einen eigenen Raum dafür bauen für das Portal. Weil da ab und zu kommen ja da auch welche raus von den bösen Monströsitäten. Na, mehr sind hier nicht. Okay, machen wir weiter. Oh Gott, was für eine Blasmusik. Alter, ist das eine Blasmusik. Ich bin ja überhaupt kein Freund von Blasmusik, wa? Es sei denn, die hat so einen Ska-Rhythmus, dann kann ich damit leben. Geht natürlich schnell hier mit meiner schönen Spitzhacke. Ba, 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 ba. Oh, ich bin noch ein bisschen müde. Das ist jetzt Sonntag früh. Ich nehme das ja immer am Sonntag früh auf. Das ist ja hier so mein... Ihr wisst ja, man braucht ja immer Rituale. Aha, okay.
Ach, hier ist das, wo ich noch nicht fertig war mit Suchen. Wir müssen das mal ganz kurz verschieben. Oh, hier sind nochmal zwei Obsidian. Wir müssen das mal ganz kurz verschieben mit unserer Aktion. Oh, 22 Gold, Alter. Ach stimmt, hier wollte ich noch weitermachen. Oder bauen wir das Portal hier unten? Nee, ich weiß nicht. Ach komm, wir bauen erstmal das Portal. Wir nehmen mal die schönen, wertvollen Sachen hier mal mit. Und eine Schere habe ich hier rumzuliegen. 62 Eisen sind dann doch zusammengekommen. Das ist natürlich klasse. Gehen wir hier mal wieder hoch. Ach so, warte mal. Wir werden mal hier noch einen Wegpunkt machen. Damit ich mich nicht nächstes Mal besser zurechtfinde. Warte mal, es ist bestimmt schon wieder dunkel. Neuer Wegpunkt. Diamant Unterkunft. Nenne ich das mal so, wa? Fertig. Können wir ausmachen? Gut. Fertig. Fertig. Oh, es ist dunkel. Okay. Ist jemand auf dem Server? Wie war denn das? Nee, nur ich. Ist schon mal gut. Kann aber nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Okay. Ist hier der falsche Ausgang? Ist ja voll die Stummfilmmusik. Ey, Alter, Stummfilm. Stummfilm. So. Hier können wir schlafen. Die Fledermaus wurde als Feind eingeordnet. Als feindliche Kreatur. Sehr schön. Die sind so weit von harmlos. So, jetzt müssen wir wieder nach oben. Und dann bauen wir uns ein schönes Nether-Portal. Aber wir kommen nur nach oben, indem wir hier... Ich habe auch ja nicht genug zum Hochstecken, wa? Ach du Kacke. Wie komme ich denn jetzt hoch? Gibt es noch eine andere? Das ist noch... Alter, Gold. Naja, Gold muss ich mitnehmen, ist klar. Es sei... Ne, Eisen ist es. Es sei denn, es schwimmt drüber in die Lava, dann... Ist natürlich nicht so schick. Das Eisen, mein Jott, das wusste ich doch ja nicht. Ich muss hier raus. Ich muss nochmal zurück. Ich muss ja was holen, um mich hochzustecken. Jetzt komme ich doch nicht mehr hoch. Gibt es denn hier noch was Schönes? Ach, oh nee, Leute, echt? Meint ihr das ernst? Meint ihr das ernst? Was kann ich jetzt hier? Das mache ich noch in die Truhe zurück. So. So, Tür wieder zu. Dann noch ein bisschen Wasser mitnehmen, wenn es geht. Na, komm schon. Gib mir Wasser, gib mir Wasser. Ich kann das Wasser nicht nehmen. Ich weiß auch warum. So, okay. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt bis nach oben schaffe hier mit meinem bisschen Zeug. Guck mal, das war's schon. Wo steht denn jetzt? Naja, da komme ich hoch. Ich habe ja noch 5 davon und müsste dann reichen. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich hochkommen. Ist hier jemand? Ich höre hier... Ach du Kacke, wer ist das denn? Oh, hab ich... Ich krieg jedes Mal... Ich hab eine richtige Gänsehaut gekriegt. Ich krieg jedes Mal einen Schreck bei den Viechern. Die Textur ist ja geil, die der Opa Zeron da gebastelt hat. Ach. Macht ein Theater, der Typ, ja? Nicht als heiße Luft. Hier komme ich ja nicht hoch, oder was? Muss ich noch woanders hin? Hier muss ich lang? Nee, das ist auch nicht richtig. Wo ist denn der Weg? Das war doch hier. Hier hoch war das. Weiß ich doch. Kann ich mich doch erinnern. Ach doch. Naja, ist ein bisschen komplex, der Pfad. Oder auch nicht. Nee, das ist ja nicht... Hä? Bin doch von hier gekommen. So habe ich es in Erinnerung, dass ich von hier gekommen bin. Hier steht sogar ein Bett, alles schick. Eine Werkbank, da muss ich doch hin. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Hier hoch. Ach, da hoch vielleicht? Nee, oder? Ach, hier, guck mal, hier ist der Spawner. Cool. Hier könnte ich mir auch irgendwelche komischen Moosdinger holen. Den Spawner wollte ich ja mal irgendwann holen, wenn ich so eine Behutsamkeitssacke habe. Nee, also... Nach meiner Theorie muss ich hier hoch, aber hier komme ich nicht hoch. Es sei denn, ich habe irgendwie den Eingang hier versperrt, dass ich den mal zugebaut habe. Und hier ist ja nur runter, jetzt ja nicht hoch. Komme ich nicht mehr raus, ist ja ein Mist. Ist ja doof. Und ich höre schon wieder den Enderman.
Enderman, Enderman, na 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 na. Leute, ihr wart doch dabei, ich bin doch von hier gekommen, oder? Hier hatte ich ja zugemacht wegen Zombies. Ah, ich muss noch höher, jetzt fällt es mir wieder ein, ich muss noch höher. So. Wir werden uns hier gleich hochstecken. Und zwar mit der unten weg, oben ran Methode. So, herrlich, herrlich, herrlich. Mal schön nach oben. Wir haben ja wieder ein Stündchen Zeit. Ich hatte ja letztes Mal schon festgestellt, 30 Minuten schaffe ich gar nicht. Ist mir dann, bin ja erst nach 30 Minuten warm geworden, sozusagen. Wird es bestimmt wieder eine Stunde. Ja, komm, wir müssen höher, 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 hoch hinaus. So, jetzt sind wir hier. Ja, hier ist richtig. Mein Gott. Wir werden erstmal unsere Schätze nach oben bringen. Gold werde ich einschmelzen. Ach ja, und dann will ich ja. Habe ich denn jetzt alles mitgenommen? Ja. Und dann will ich ja eine Truhe bauen, wa? Quatsch, ein Tor. Ein Endportal. Netherportal. Nether, End, End, Nether. Ich war eben mal nur im End und zwar bei Opa Zeron bei der großen Aktion, wo 5000 Leute einen Drachen besiegt haben. Sonst war ich noch nie im End. Soll ja wohl das Ziel des Spiels sein, aber naja. Mich hat Minecraft eigentlich kein Ziel. So, Gold brennen. Ja, Gold. So, cool. Sehr geil. Wenn wir mal die Schatztruhe füllen. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Eisen, weil ich ja vorhabe, ein Schienensystem zu bauen. Und hier haben wir noch das da. Oh, davon haben wir immer erst genug. So, guck mal. Das nehmen wir jetzt mit Obsidian. Wir haben so viel Redstone, wir könnten sogar Redstone-Würfel bauen. Und dann vielleicht unsere Portalhalle damit ein bisschen gestalten. Warte mal, ich pack mal hier die... Das packe ich mal weg. Das packe ich mal weg. Ich habe auch noch ein Buch dabei. Was ist denn das für ein Buch? Weiß ich nicht. Und ein Buch. Und ein Buch, das packe ich mal hier rein. Ach, dann habe ich ja noch Lapis. Lapis habe ich mittlerweile auch hier noch. So, jetzt gucken wir mal, dass wir uns so eine Blöcke machen. Ach, da hätte ich natürlich noch mehr mitnehmen können, aber ich hatte, na doch, ich hatte Platz im Inventar. Naja, ist egal. Wie viel kriegen wir raus? 32 Blöcke. Reicher, oder? So als Gestaltung. Dann nehmen wir uns noch ein paar Clearsteine mit. Oh, guck mal, was habe ich denn da noch? 45, 64 Sandstein. Machen wir aus Sandstein die Höhle. Damit es nicht ganz so dunkel ist, wobei es eigentlich immer dunkel sein sollte, wa? Gut, da brauche ich noch eine Tür, könnte ich noch hier brauchen, falls ich noch eine übrig habe. Auf jeden Fall noch ein Schild. Oder nehmen wir mal zwei Schilder mit, dann kann ich vielleicht den Zauberraum noch... ja, ein paar Zäune könnte ich noch vorsichtshalber mitnehmen, falls ich da irgendwelche baulichen Ideen habe. Ein Tor noch, das packe ich mal wieder weg. Hier haben wir noch einen Fichtenholzzaun. Wisst ihr, mache ich vielleicht den Eingang gar nicht mit einer Tür, sondern mit so einem Zauntor. Mal gucken. So, und jetzt machen wir nämlich folgendes, weil es so ein bisschen geheim ist. Machen wir nämlich unser... Ach so. Jetzt habe ich da hinten eine Holzwand eingebaut. Dann machen wir hier den Eingang. Was soll der Geiz? Ist mir doch egal. Aber, was mir noch zusätzlich einfällt, ich habe ja keine Fackeln mehr, wa? Ach doch. Keine Fackeln mehr. Ich habe mehr als hier noch Fackeln. Und ich muss unbedingt was essen, sehe ich gerade. Und jetzt bauen wir uns ein richtig schönes Nether-Portal. Machen wir uns hier einen etwas längeren Gang. So, und machen da noch ein Dings rein. So. Okay. Jetzt frage ich nur, wo ich mein Gartenzauntor unterbringe. Das ist ja so breit.
Die kann ich ja hier so jetzt nicht einbauen, oder? Doch, das geht. Ist ja cool. Na, das ist ja mal cool. Wisst ihr, was mich jetzt interessieren würde? Ob ich da sogar noch eine Trittplatte hinbauen kann? Werden wir glatt mal machen. Ihr könnt ja natürlich auch gleich noch eine Werkbank mitnehmen, wenn ich eine hier parat habe noch. Gut, eine Truhe können wir noch mitnehmen. Ach stimmt, ich muss ja unten im Prinzip noch... Warte mal. Ich müsste eine Werkbank brauche ich auch noch. Eine Werkbank brauche ich auch noch. Bam, bam. Wisst ihr, könnte unten noch eine Truhe machen im Nether. So ist schick. Mehr brauche ich nicht. Die Schere kann ich... Ich habe hier noch eine Schere drin. Die könnte ich auch erstmal hier lassen. Und das blöde Zombiefleisch kann ich auch hier lassen. Nahrung. Zombiefleisch. Brote. Und das Fleisch lasse ich auch noch hier. Und dann ist schick, oder? Was habe ich noch? Nahrung dabei? Nö. Aber ich habe jetzt kein Wasser, wa? Ich hole mir mal noch eine Runde Wasser. Es könnte sein, dass der Song jetzt gerade viel zu laut ist. Kommt mir sehr laut vor im Kopfhörer. Ach nee, ich habe es sehr laut gemacht. Passt schon, oder? So, jetzt haben wir noch Wasser. Gut. Bauen wir weiter an unserem Nether-Portal. Lalala, wird ja jetzt nicht so aufwendig sein. Ach so, stimmt, ich wollte ja noch eine Trittplatte bauen. Genau, eine Holzdruckplatte. Und die werden wir dann, warte mal, hier werden wir mal nochmal... warte mal, hier machen wir ein Schild dran. Zwergenzauberraum, ist doch ja. So, Zwergenzauberraum. Und hier, da mache ich kein Schild dran, weil es soll ja eigentlich so ein bisschen versteckt sein, dass man es nicht gleich sieht. Man sieht es aber, sehe ich gerade. Man sieht es. Durch die Lampen. Also, ja, dann machen wir hier noch ein... Dann sieht man es halt doch. Nether Portal für Zwerge. So, sehr schön. So, jetzt kommt hier unsere tolle Druckplatte. So, na komm schon. So, bim. Ah, okay, jetzt funktioniert. Die ist ja nur dazu da, dass da eventuelle Zombies nicht rauskommen. Aus dem Ding da. Monster aus der Hölle, sozusagen. Jo, okay. So, das reicht eigentlich hier als Tunnel, oder? So, dann werden wir uns jetzt hier unseren Raum bauen. Hier, wa? Naja, das war jetzt doof, oder? Mach mal so. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen ausschachten. Wir haben ja Gott sei Dank die gute Spitzhacke. Puh, bald ist Weihnachten, ey. Mann, hör auf, ey. Ich mag Weihnachten irgendwie nicht mehr so besonders, ich weiß nicht. Finde das deprimierend. Na gut, ich habe vielleicht 2 Tage frei, aber... Ich krieg doch noch nicht... Ich habe eigentlich noch 4 Tage Urlaub. Eigentlich müsste ich darauf bestehen, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub habe nach 3 Jahren. Verarschen einen noch bloß. Ey, guck mal hier, scheiße, ihr geht schon raus aus dem Berg. Nee, das gefällt mir ja nun ja nicht. Habe ich Cleanstone mitgenommen? Nö, natürlich nicht, wa? Na, warte mal, wie mache ich denn das jetzt? Warte mal, wir machen das mal so. Nee, das sieht doch doof. Na, ist, oder?
Ach Mist, ey. Das passt ja nur ja nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Pass mal auf, wir machen das ganz anders. Essen bräuchte ich ja gerade nicht. Wir machen hier noch eine Fackel drin und machen das erstmal als blinden Raum. Machen das als blinden Raum und machen den wieder zu. Ich muss schon wieder schlafen gleich. Machen das wieder zu. Und gehen dann hier einfach hier um die Ecke. Ah, hier ist schon wieder die Höhle. Oh nö. Das ist so krass. Nee, da machen wir den Raum hier nicht. Ich muss jetzt erstmal schnell schlafen gehen. Wir machen den hier nicht. Das wird nochmal umdisponiert. Der kommt woanders hin. Mal das hier mal nochmal abbauen. Das abbauen. So, schick. Und dann machen wir das hier zu. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber was soll's. Dann machen wir uns den Nether-Portalraum hier. Papa. So. Zum Nether-Portal für Zwerge. So. Sieht blöd aus, wa? Ist nicht ordentlich. Ist egal jetzt. Hier, klick mal. Komm, ist egal. Dann ist es halt total versteckt, oder? Komm, wir bauen das jetzt hier drin. Hier bauen wir ein Netherportal drin, oder? Wir müssen erstmal gucken. Hoffentlich ist da nicht gleich wieder eine Höhle. Aber wahrscheinlich ist da gleich wieder eine Höhle, oder? Nee. Können wir später halt noch anpassen. Oh, da von da oben kommt Wasser, das ist nicht gut. Ist nicht gut, dass da oben. Wo bin ich denn jetzt? Ich hab mich verlaufen. Hier. Ist natürlich doof, wenn da jetzt Wasser kommt. Oh nee. Ich könnte das natürlich auch so machen, dass man hier durch muss, durch das Wasser. Feuer, oder? Weiß es nicht genau, wie das so macht. Nee, das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Na, das kann ja was werden. Hätte ich mir vorher mal Gedanken machen sollen. Aber guck mal, da ist ja schon gleich eine Höhle, ey. Das ist auch keine gute Stelle hier. Oder wir bauen das einfach hier hinten, ist ja hier ganz hinten war ja, irgendwas war hier. Ging es weiter, da jetzt raus. Und hier jetzt nochmal rein in die Höhle. Hier baue ich das Ding hin. Da haben wir jetzt erstmal ein Skelett. Hier werden wir das hinbauen. Hier in diesem Raum. Hat er mich nicht gesehen? Idiot. Dann bauen wir uns mal hier an der Seite vielleicht. Irgendwas, wo wir runterkommen, können wir nicht machen, oder? Nee, ich komm da nie runter. Muss ich runterspringen? Könnte ein bisschen riskant werden. So, kick mal hier. Oh, ein Zombie-Kind. Ach du Kacke. Wo kommst du denn her? Ist ja auch fies, weil, dass man hier Kinder töten muss. So. Ach, es ist halt kompliziert.
Das ist aber hässlich, wenn ich das hier in mein Höhlensystem reinbaue. Wo ist denn jetzt? Von wo bin ich denn runtergefallen? Ich sehe das ja nicht mehr. Da ist noch mal eher. So, was machst du denn hier unten? Ist hier irgendwas Schönes? Nö, hier war ich auch schon ein paar Mal. Ich weiß auch, warum du hier spawnt bist, weil es hier zu dunkel ist. So. Ach, von da bin ich runtergesprungen. Okay, von da bin ich runtergesprungen. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir machen hier eine Wand hin. Na, so. Hier machen wir zu. Und kriegen wir schon. Warte mal, ich muss noch auf jeden Fall noch eine Lampe hier hin machen. So. Wisst ihr, hier machen wir erstmal eine Wand hin. Na, ob ich das in dieser Folge noch schaffe? Mal gucken. So. Genau, machen wir hier eine Wand hin. Dann ist das schon mal zu. Dann würde ich sagen, wir machen... Ich hätte auch Herrn Sianne eigentlich einen Sandsteinfußboden. Wie kriegen wir denn das hin? Ich habe ja nicht so viele Sandsteine, um hier so einen Traratsch zu machen. Ich glaube, ich muss erstmal mit einer normalen Cobblestone, mit einem normalen Cobblestone-Fußboden. Ich werde mir mal meine Werkbank hier hinstellen. Sagen wir mal hier so. Und dann noch eine Truhe. So. Und dann gucken wir mal weiter. Die Seite würde ich dann auch ganz gerne zumachen. So. Das kann eine Weile dauern. Jedenfalls baue ich dann da meinen Portalraum. Das kann ja später, wird das alles integriert im Rahmen der Baumaßnahmen und dadurch entsteht dann so ein sehr organisches Gebilde. Da war schon wieder irgendwas. Will ich aber jetzt nicht, interessiert mich nicht. Will ich nicht haben, finde ich doof. So. Wisst ihr, dann entsteht so ein mit der Natur gewachsenes Objekt. Machen wir jetzt so. So, jetzt haben wir schon mal einen Raum. Jetzt brauche ich noch... Jetzt möchte ich zwei Türen mir noch bauen. So, zwei Türen. Hier möchte ich das noch ein bisschen anheben. Dass das alles auf einer Höhe ist. So. Sehr schön. Dann haben wir gleich einen schönen, gleichmäßig großen Raum. So, sehr schön. Wisst ihr, ja nicht, doch, der wird schon groß genug sein, was? Oh, hier muss noch mehr raus, oder? Leg auch noch rausnehmen. Mist, zeigt nur Erde dabei. Muss ich mich mal ganz kurz hier hochstecken? Nein. Um hier oben noch das hier wegzunehmen. Weil es schön gleichmäßig ist. So, alter Mann, ich muss noch ganz schön viel weg. So, jetzt mache ich mal schnell eine Treppe. Ganz schnell, wisst ihr? Ich hätte mir mehr Bruchsteine mitnehmen sollen.
Weil ich möchte, dass hier eine Treppe ist. Die irgendwie da hochgeht. Dazu muss ich aber... Dazu muss ich jetzt erstmal... Nee, ich habe ja noch die beiden Türen. Das ist kompliziert. Warte mal. Ich gehe mal erstmal hier hoch. So, und hier... Muss ohne weg. Aber hier einen schönen Raum bekommen. Und hier soll eigentlich eine Treppe hin, aber wie kriegt das hin? Ich glaube, ich brauche noch mehr Cobblestone. Ich muss noch mal schnell zurück. Wenn es denn hier richtig war, weiß ich nicht. Ganz schnell. Ba, 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 ba. Da jetzt raus, weil ich sehe das schon, das ist doch grün. Nee, ist richtig. Wir brauchen noch mehr Stein, Erden und Kohlen. Nein. Hier, krieg mal. Nehmen wir richtig viele mit und dann gucke ich noch mal kurz, ob ich nicht doch noch mehr... Ich hab Sand. Mal gucken, ob wir hier noch mehr Sandstein draus machen. Oh, das wird schon wieder dunkel, Alter. Alter! War das so? Ja. Kann mich ganz schwach erinnern. Ich habe ja damals viel mit Sandstein gebaut in meiner anderen Welt. Die ihr übrigens auch hier bei den Playlists finden könnt. 300 Folgen oder so, weiß nicht. Ich bin heute sehr ruhig, wundert euch nicht. So, ach du Scheiße, ach, schnell ins Bett. 37 Minuten, ich schaff das nicht mehr mit dem Enderportal, Mist. Vielleicht mache ich eine 2 Stunden lange Folge, ist doch ideal. So, warte mal, hier noch. Hier mache ich jetzt den Sand drin, jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel Sand, war es klar. Jetzt habe ich hier noch so einen doofen Knochen. Machen wir mal ein bisschen was in die Krimskramskiste. Bum. 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 Den Rest brauche ich eigentlich. So. Weiter geht's. Ah, 20 Minuten noch. Ich muss mich beeilen. Ich will das Enderportal in dieser Folge noch schaffen. So, okay. Folgendermaßen. Wir werden jetzt hier eine Tür einbauen. Und hier... Hier kommt jetzt unsere Treppe hin. So, genau. Treppenstufen ran. Bam, 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 bam. So, sehr schick. Jetzt habe ich nämlich hier eine Treppe. Das finde ich gut. Müssen wir hier noch ein bisschen für Symmetrie sorgen. Dann haben wir gleich unseren Raum ausgehöhlt. Okay, so, das noch weg. Wen höre ich denn da schreien? Ach so, hier ist noch offen. Na, so weit bin ich ja nicht so gut. So, jetzt haben wir alle zu, oder? So, das sieht doch schon mal schick aus, wa? Das ist jetzt hier unser... Nein, was ist denn das da? Muss ich nochmal hoch, das war noch nicht fertig.
Mann. Muss auch noch weg da. Da müsste der Raum eigentlich einigermaßen schick sein, oder? So, jetzt ist er gut. So. So. Ist hier unser Portalraum. Weg, so. Dann kommt hier der Zaun hin. Bis hierher. Und da kommen oben noch Fackeln drauf. So. Die kommt weg. Und dann kommt hier hinten noch hinterin, vorsichtshalber. So. Das ist doch jetzt schick, oder? Noch nicht ganz. Das muss noch weg. Okay. So, jetzt haben wir hier unser Dingsbums. Jetzt würde ich tatsächlich vielleicht noch hier. Ich weiß ja nicht, ob das da noch passt. Ja. 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 So. So. Und so. Und so. Und so. Hier kann natürlich immer nur einer runterlaufen. Das war's. So, jetzt haben wir hier schon mal unseren Eingang und da unten ist unsere Halle, unsere Portalhalle. Und jetzt können wir tatsächlich mal gucken, inwiefern wir die schön mit Sandstein machen können. Ich hoffe mal, dass die Höhe noch reicht. Erstmal einen Sandsteinfußboden. Da müssen wir wahrscheinlich noch was rausschlagen, weil... Oder mache ich das gleich? Warte mal. Wenn wir nur das Portal machen wollen, dann müssen wir ja heute nicht alles auskleiden unbedingt. War das schon mal drin? Weiß ich nicht, ob in der Truhe schon mal drin war. Mal die Axt nehmen. Besser war. Nö, war noch nicht drin. So, dass ich wenigstens den Fußboden schon mal habe. In Sandstein. Ich mag ja Sandstein sehr zum Bauen. Die Farbe ist schön. Wobei ich habe auch, ich müsste irgendwann mal auch wirklich mich mal kümmern um Lehm. So, jetzt können wir das erstmal wieder weghacken. Das kommt weg. Und hier kommt Sandstein drin. Und dann haben wir hier Schickimicki. Genau. So, des Weiteren bauen wir hier noch zwei Fackeln auf. So, wie sieht es jetzt aus? Okay. Gut, jetzt die große Frage, wenn wir hier runterkommen. Wir kommen jetzt hier so runter und dann möchte ich, dass das Portal da ist. Hier soll das Portal sein, oder? Ne, hier. Hier soll das Portal sein. Brauchen wir hier 1, 2, 3, 4. Da kommen jetzt 4 Steine rein. Zack, 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 zack. Genau. Und dann hier, zack, und hier, zack. Und dann sollen ja hier... Oh, warte mal. Bom. Und Bom. Mache ich hier hinten, hier, zack, und hier, zack. Jetzt brauchen wir wieder Obsidian. Dann brauche ich noch was zum Klettern. So. Kurz was kicken. So, eins. Ne, warte. Oh. So. Ich habe mir auf den Zettel geschrieben, wie viel, wie hoch das sein muss. Fünf hoch. Fünf hoch. Warte mal, jetzt haben wir vier, wa? Vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Muss dann noch einen höher. So. Jetzt, das ist, müsste sein, wa? So. Das ist jetzt unser Portal. Werden wir gleich mal anzünden. Zünden wir gleich mal an. Ich schaffe doch die Folge dann. Da fällt mir ein Stein vom Herzen.
Portal fertig, cool. Kommt das Feuerzeug, das brauchen. Nee, warte mal, das Feuerzeug, da müssen wir mal schnell. Wollen wir mal schnell rinnen? Komm, wir gehen mal schnell rin. Ah, Mama. Die Höhle ist okay, oder? Ja, die Höhle ist erstmal okay. Wir müssen mal gucken. Wir können uns ja hier auch noch einen Portalraum bauen. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay, dann baue ich hier. Hier stelle ich die Truhe hin. Erstmal. Vorübergehend. Und da kommt das Feuerzeug rein. Vorsichtshalber. Und ein bisschen Holz, wa? Unerrollen. Ein paar Fackeln und Kohle. So, und jetzt verzische ich mich gleich wieder. Ist mir ein bisschen unheimlich gerade. Da werden wir in der nächsten Folge vielleicht mal eine Tour machen. Ich baue jetzt weiter. Gut, ich hab's geschafft, Gott sei Dank. Ich baue jetzt erstmal weiter an dem Portalraum hier, dass wir den fertig kriegen. So, jetzt möchte ich das nämlich alt auskleiden hier. Ach, ich bin ja auch ein Trottel. Warum stelle ich denn nicht dahin, wenn ich das mal auskleiden will? Warum der nur so hoch ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der ist eh zu hoch. Wir machen den mal noch eh niedriger, den Raum. Nee, war doch nicht eh zu hoch. War nicht eh zu hoch. Genau richtig. So. Man muss halt nur genau drunter stehen. Oh, die Töne werden uns jetzt begleiten, den Rest der Folge. Oh, 47. Also diesmal ist ja wirklich die Zeit weggerannt wie nichts, ey. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. So, und dann möchte ich hier mal hier möchte ich noch eine Tür einbauen. Habe ich ja extra mitgenommen für solche Fälle. Ja. Und auf der Seite genauso. Da möchte ich nämlich auch noch eine Tür einbauen. Damit wir da die Verbindungen haben. Wobei diese Tür ja relativ schwachsinnig ist, weil es sei denn, ich mache hier noch ein bisschen treppenmäßig was. Da bis er runterkommt. So. Und hier noch eine Tür. Sehr schön. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen doof aus, dass das Stein ist. Ich glaube, ich werde das mal anders machen. Dass ich die Tür hier rein, von innen reinsetze, sieht besser aus. Genau so. Okay. Weiter jetzt, weiter jetzt. Ich muss das noch mit Sandstein alles auskleiden. Oder soweit seht. Ah, nein, das wird nicht lange reichen. Dann müssen wir noch ein bisschen Sand holen oder uns irgendwas einfallen lassen. So. So, gucken wir mal von oben, wie das ausschaut. Also ich würde auf jeden Fall, warte mal, ich muss mal nochmal ganz kurz hoch. Wir das hier noch abdecken können. So. Nicht, dass wir da oben einen Hohlraum haben. Dann würde ich mal sagen, wir machen die Decke noch fertig.
Oh, ich bin heute ganz schön ruhig. Unglaublich. Also ich bin sonst auch ruhig, aber heute bin ich besonders ruhig, merke ich. Und trotzdem verhält die Stunde wie im Fluge, wa? Ich habe nichts Tolles zu erzählen. Ist ja vielleicht auch mal ganz angenehm, wisst ihr. So. Ja, man konnte vorher hier runter gucken, war auch interessant, wa? Aber ich mache das jetzt so, dass hier die Wand runterkommt. Nee, das brauche ich da nicht. Das ist nicht gut. Das kann weg. Dass ich ein geschlossenes Ding dann habe. Ich lasse immer den Mund offen stehen beim Spielen, müsst ihr entschuldigen. Meine Steine sind gleich alle Mama. So. Ich komme nochmal weg. Ach, das ist schon wieder dunkel. Okay, ich bin allein auf dem Server, dann ist gut. Kann ich schlafen hier? Wegen dem Enderportal wahrscheinlich. Enderportal, Mann. So, ein bisschen komisch, war irgendwie. Ein bisschen eigenartige Konstruktion, aber ist ja, ich mag ja ungewöhnliche Sachen. Haben wir noch ein paar Steine? Jetzt sind sie alle. Ich brauche mehr Sandstein für mein Projekt. So, jetzt haben wir die Verbindung zu dem anderen Tunnel. Hier haben wir unser Portal. Haben wir doch geschafft. Wir haben es doch geschafft. Und da das aber egal ist, ob wir hier runterfallen und das besser aussieht, mache ich das hier weg. Das ist mir zu gewaltig irgendwie. So. Das kann auch weg. Das brauche ich dann ja nicht mehr, sehe ich gerade. Ja. Dann machen wir hier noch eine Lampe rein. Dann machen wir hier noch eine Lampe und hier. Hier und hier. Wir haben ja noch Fackeln. Dann hier. Hier. Hier kommt noch. Da kommt ja noch Wand dran. Dann machen wir hier noch eine und hier noch eine. Dann haben wir hier erstmal hell noch hier unten. Und dann, was mache ich dann? Achso, ich wollte noch einen Trittplatten bauen. Warte mal, ich mache mal noch mal schnell 2, 3. Nein, das habe ich schon weggebracht. Warte, das habe ich, habe ich ja noch hier. Ich dachte, ich hätte ins End. Warte mal, wir gehen ja noch mal ganz kurz in Nether. Nicht ins End, in Nether. Ja, hier habe ich nur eine Truhe hingestellt, keine Werkbank. So. Lalalala. Warte mal. Hier habe ich ja noch eine Holzdruckplatte. Hallo, habe ich die falsche gebaut? Zu weit weg, ja, okay. Theoretisch bräuchte ich jetzt noch ein Schild, wa? So. So.
Nether Portal und gut, okay. Das war's dann schon fast wieder. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir noch ein bisschen auf. Warte mal. Ich werde mal noch mal schnell die Truhe und die Kiste da hinten stationieren und da vielleicht was drin lassen. Hier, wisst ihr? Hier hinten. Dings, dann noch die Kiste. So. Ach stimmt, ich wollte ja hier noch... Guck mal, die Dinger wollte ich ja hier irgendwie noch einbauen. Vielleicht als Fußboot. Wollen wir das noch schnell machen? Aber es sieht nicht gut aus, war, oder? Komm, wir probieren das mal, wie das aussieht. Würde mich mal interessieren. Ob man das so machen kann. Dass es noch ein bisschen mystischer aussieht hier. Ach, so eine schöne Endertruhe muss ich mir dann auch noch bauen. Halt ganz vergessen zu gucken nach dem Rezept. So. Meine ist natürlich ein bisschen stroboskopmäßig, wa? Aber was soll's. Oh, ich hab Hunger. Ich hab heute noch eine Scherzen. Wie spät ist denn das? 10 oder 11 am Sonntag. Oh, ich hab noch 4 Pasta. Mal gucken, wie das aussieht, wenn man von oben runterkommt. Ich meine, das soll ja nicht geil aussehen, das soll okay sein. Ja, doch. Doch, finde ich okay. Finde ich gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Dann mache ich hier hinten noch die Wand so. Gut, da hätten wir uns die da hinten sparen können, wa? Achso, ja, wir werden bestimmt noch viel finden davon. Wisst ihr, wir werden jetzt mal was ganz Komisches ausprobieren. Komisch nicht. Nicht komisch. Guck mal, wenn wir das hier rein machen und die Kiste hier rein machen. Kann ich dann die Kiste noch aufmachen? Nee. Na klar. Müsste ich mehr mit Halbsteinen arbeiten, wa? Wo stell ich denn jetzt hin? Wird ja immer weniger Platz hier. Hier die Kiste und hier die Werkbank. Was ist denn das? Was hältst du denn davon? Ja, so ist cool. Gut, dann machen wir hier die Wand noch zu. Mit Sandstein und dann ist es schon mal schick einigermaßen. Ja, cool. Jetzt haben wir hier so einen Sandsteinraum. Da haben wir noch ein bisschen Sandstein zu verbauen. Ja, finde ich erstmal okay. Kann man ja sehen, ob man das irgendwann nochmal ändert oder ob man das so lässt. Jedenfalls ist das erstmal gut so. Gefällt mir. Da haben wir ein Enderportal. Ist doch cool. Netherportal meine ich natürlich. Bin heute so ein bisschen ruhig, war so ein bisschen gelangweilt. Wahrscheinlich, weil ich gestern so viel aufgenommen habe. Planet Base und so. Ist heute die Luft ein bisschen raus. Ja, dann gucken wir mal, dass wir das noch schnell hier einsortieren. Falls es da was zum Einsortieren gibt. Die Zwergenschatztruhe. Hier haben wir schon einen Netherstein ohne Ende. Hier mein Obsidian, den lasse ich auch hier drin. So. Dann... Holzkiste, Schilder. Oh, jetzt habe ich aber mittlerweile ganz schön viele Schilder. 17 Fichtenholztore, Alter. Normal ist das nicht.
Normal ist das nicht. Muss er ja nicht essen. So, dann noch ein paar Steine. Hier habe ich schon ganz viele Steine gebrannt. Ich weiß noch nicht genau warum. Guck mal, die finde ich gut. Steinziegel, die sehen doch geil aus. Wie macht man die eigentlich? Macht man die aus Cleanstone? Mal gucken. Ich glaube, wa? Ja. Da könnte ich ja richtig coole Sachen mitbauen. Die sehen geil aus. Die fallen mir. Tja, muss ich mir mal merken. Muss ich mir mal merken. Da werden wir mal gleich wieder ein bisschen Stein brennen, wa? Dann müssen wir noch mehr Cleanstone haben. Ich weiß ja nicht, wie viele Öfen habe ich? Habe ich 4? So viele Stufen habe ich hier schon. Oh, Gold. Gut, dann kann ich eigentlich gleich noch mal ein bisschen Kohle nachlegen, wa? Wird gleich wieder dunkel. So. Okay, Gold ohne Ende. Schön, dass wir so viel Gold haben. Mir fällt mir sehr gut. Jetzt wird es dunkel. Es war wieder schön. Ja, die UFO-Mann-Show ist vorbei, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, UFO-Mann spielt Minecraft in der Zwergenwelt. Wir haben jetzt unser Nether-Portal fertig. Ist schon mal was? Sag mal, ging das nicht hier zum Nether-Portal? Nee. Okay. Dann ist die Beschriftung doch richtig. Ja, da hinten. Okay. Gut. Pum. Also das hier gefällt mir ja nicht hier. Problem ist bloß, es wird glaube ich ganz schön dunkel dann. Warte mal, ich habe doch noch hier Glas, wa? Guck mal, ganz normale Glas habe ich hier noch. So, pass mal auf, was wir jetzt machen. Jetzt machen wir folgendes. Hier ist die Tür. Machen wir hier und hier und hier. So. Da komme ich ja nicht an, das ist ja doof. Das ist immer so ein bisschen kompliziert, weil ich jetzt nicht mehr rauskomme, wisst ihr? Ah nee, warte mal, die kann man doch... Nein, Mann! UFO! Ach, UFO! So. Kommt hier nämlich eine Lampe rein. Und da kommt Glas rüber. Genau. Dann brauche ich noch ein bisschen Cleanstone. So. Weißt du? Finde ich immer gut, so eine versteckten Lampen. Vielleicht lasse ich dir dann so als Erinnerung, dann bis ich nächstes Mal. So, weißt du? Und dann haben wir so eine Fußbodenlampen. Da würde ich dann vielleicht gerne noch mehr von bauen. Mal kicken. Mal hier noch eine machen. Da noch eine. Da noch eine. Da noch eine. So ein bisschen symmetrisch. Hier noch eine.
Hier noch eine. Hier noch eine. Und hier noch eine. Hier noch eine. Hier noch eine. Nein! Und hier noch eine. Dann haben wir hier voll den Fußboden. Ah, ich weiß auch noch, was man. Ich würde dann ganz gerne noch Teppich auslegen. Das wird bestimmt auch gut aussehen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Gut, die Dinger verschwinden, glaube ich, auch, wenn man eine Weile nicht da ist, wa? Nach 2 Minuten, ich weiß es nicht genau. Oder 12 Minuten, falls man sein Inventar verliert. Ah, okay. Gut, ich werde mal provisorisch vielleicht noch hier ein paar Fackeln hinstellen, bis wir fertig sind, dass wir jetzt so eine Notbeleuchtung haben. So. Hier ist mir auch zu dunkel. Warum ist da eigentlich keine Fackel dahinter? Hier ist eine Fackel. Aber hier nicht. Warum nicht? Okay. Gut. Könnte man aber so vielleicht hier einfach eine Fackel so ranmachen, ist ja egal. So. Da war noch ein Stein. Gut, Leute, das war's. Ja, war heute vielleicht so ein bisschen lahmarschig, aber bin noch total müde. Danke, Leute. Tschüss für Schutz. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Tschüss.